gebastelt. Diese Panelkarte, die habe ich auf YouTube bei Jumpy gefunden und ich fand die so toll. Hab mir gedacht, da kann man bestimmt was machen, um hier diese großen Motive, die ich hier aus meinen Designblöcken noch über hatte. Da wusste ich nie genau, was ich damit machen sollte. Und dann habe ich mir überlegt, das ist eine tolle Idee, die kannst du dafür verwenden, um so schöne Panelkarten zu machen. Sehen doch toll aus, oder? Ja. Ja, man hat dann diesen großen Block und ja, dann ist es so schade, den wegzuschmeißen. So eine ganz große Sache zu basteln, ja, kommt man eigentlich auch kaum zu, aber so eine schöne Weihnachtskarte ist doch auch mal eine ganz tolle Sache. Ich habe mir das wieder natürlich in meinen Maßen umgewandelt. Die Karte ist jetzt hier 21 cm mal 11 cm. Da das sonst mit dieser Paneele nicht hinkommt und da man ja halt so viel wie möglich von diesem Motiv zeigen möchte, ja, muss das dann halt so breit sein. Ja, die sind halt ganz normal zum Öffnen und passen in einen ganz normalen Umschlag für diese Größe geeignet. Ja, diese Karte braucht man, da braucht man jetzt keine Stanzen oder großartige Stanzmaschinen für. Das kann man alles per Hand machen und deswegen ist die auch für Anfänger ganz gut geeignet. Und ja, das möchte ich dann euch mal zeigen. Die Bastelutensilien, die ich dafür benutze, die zeige ich euch wieder in meiner Infobox. Ansonsten zeige ich euch nur noch mein Bastelmaterial, was ich hier an Papier brauche. Und das ist auch gar nicht so viel. Das ist ein Bogen 22 mal 21 cm. Hier habe ich mich wieder für weiß entschieden. Ihr könnt natürlich auch andere Farben nehmen. Aber hier bei weiß, dann sieht man das halt als besser, wenn ich euch das zeige. Ja, das ist eine 200er Grammatur. Dann brauchen wir für den unteren Auflieger hier, ich habe ja hier jeweils immer eine untere Mattung und eine obere Mattung gemacht. Und für diese untere Mattung brauchen wir einen Bogen. Hier habe ich wieder so Glitzerkarton, sage ich jetzt mal. Nein, wie nennt sich das jetzt? Komme ich gerade nicht drauf. Spiegelkarton. Sorry. Manchmal hat man doch ein Brett vom Kopf. Also Spiegelkarton in 20,8 mal 10,8. Dann als obere Mattung habe ich mich hier für so ein Designpapier entschieden. Auch aus dem Bogen, wo ich diese Karten rausgemacht habe. Da habe ich mich jetzt halt für so ein Motiv entschieden, weil ich diesmal so eine Art Männerkarte machen möchte, hier mit so einer Lokomotive. Also dieser Bogen ist 20,5 mal 10,5. Ihr seht es, es hat einen kleinen, wenn man das drauflegt, ist es ein kleiner Rand, der da entsteht. Natürlich könnt ihr auch, wenn ihr wollt, euren Spiegelkarton hier nochmal ausschneiden und für was anderes verwenden, zum Beispiel für diese kleinen Aufleger, unteren Aufleger. Aber ich lasse es jetzt so, das ist halt schöner, euch das so zu erklären. Ja, und dann ganz wichtig ist hier so ein Motivbild. Das ist 15 mal 10 cm, habe ich extra so ausgerechnet, dass das genau jetzt hier so in diesem Maßen dann auf das Papier geht und dass man auch so viel wie möglich von dem Motiv auch sieht. Also deswegen 10 mal 15 cm beziehungsweise 15 mal 10. Dann für diese
Streifen, also da habe ich ja jeweils auch eine untere Mattung gemacht. Da zeige ich euch jetzt auch, das ist ein Streifen 10,3 mal 3,3 hier in Glitzergold. Dann brauchen wir einen Streifen. Ich fange mal mit den größeren an. 2 Streifen diesmal. Also das ist nur ein Streifen, das ist der Mittelstreifen. Und dann fangen wir mit 2 mal 8,3 mal 2,8. Dann 2 mal 6,3 mal 1,8. Und 2 4,3 mal 2,3. Dann habe ich hier noch mir was ausgestempelt, hier frohe Weihnachten, das auch noch mit Gold hinterlegt und eine Schleife. Mehr braucht man da gar nicht zu. Ja, und dann fange ich mit der Grundkarte an. Das sind die 22 mal 21 cm. Die lege ich mir jetzt so hin, dass sie 22 zu mir zeigen. Und wer mich kennt, der weiß ganz genau, dass ich das nicht mehr mit Falz und Schneidebrett falze, sondern nur einmal in der Mitte knicke, damit ich hier ganz genau auf meine Kanten komme. Dann ist das exakter, weil mit dem Falz und Schneidebrett, da braucht man sich nur ein bisschen verziehen und dann passt das nicht mehr ganz genau. Und deswegen mache ich das einfach so. Ich gehe nochmal mit dem Falzbein nach. Und ihr seht, es ist perfekt übereinander. So, und dann kommt jetzt hier meine untere Mattung und meine obere Mattung schon mal. Die untere Mattung war 20,8 mal 10,8. Die klebe ich jetzt einmal komplett hier drauf. Schau noch mal, ob die Maße hinhauen, weil ansonsten müsste ich ein bisschen abschneiden. Nein, das passt. Manchmal, wenn man dann nicht genau genug gearbeitet hat, ist es halt vonnöten, dass man da noch mal ein bisschen nacharbeitet. Aber das passt so. Habe mich jetzt auch bewusst für diesen Spiegelkarton entschieden, weil ich da so viel von habe. Ich muss das auch mal wegarbeiten. Und dann ist es eine gute Lösung. So, das wäre die untere Mattung und jetzt kommt die obere Mattung. Bei der oberen Mattung, das waren die 20,5 mal 10,5. Da kann man jetzt auch noch hingehen, um diese weißen Kanten zu verblenden. Hier einen ganz normalen goldenen Stempelkissen habe ich da, ein altes Teil, und da verblende ich einfach so die Kanten mit, damit die dann halt nicht mehr weiß, sondern so ein bisschen golden schimmern. Weil bei diesem Motivkarton, da ist es halt so, dass die halt dann weiß durchscheinen, und damit das dann halt nicht so extrem ist, gehe ich hin und verblende das dann mit dem mit Stempelfarbe. So. Den klebe ich jetzt auch hier drauf. Das sind so, das sieht so aus wie so ein Mauerwerk, also passt das auch ganz gut zu der Eisenbahn, die ich da mir ausgeschnitten habe. Und ja, das klebe ich jetzt hier auch drauf. Dann solltet ihr euch, wenn ihr das schon mal da liegen habt, ein Lineal zur Hand nehmen und dann auf der Breite hier auf der unteren Seite mit dem Bleistift hier bei 10,5 auf dieser unteren Kante einmal eine Linie machen und auf der oberen Kante. Das ist nur, damit ihr dann gleich ganz genau wisst, wo ihr euer Motiv gleich in der Mitte anbringen könnt. Das ist nur eine Hilfe. Das könnt ihr nachher weggradieren. Jetzt sind wir soweit fertig. Jetzt zeige ich euch, wie das mit dem Motivkarton passt. Also das sind die Maße 15 cm mal 10 cm. Da habe ich mir jetzt hier, ich zeige euch mal meine Zeichnung, eine Zeichnung gemacht, wo man die
die Paneele jetzt hier überträgt. Und damit das auch genau passt, habe ich mir jetzt hier so eine Zeichnung gemacht, 15 cm mal 10 und habe die mir so ausgerechnet, dass es gut hinkommt, dass jetzt das ganze Motiv in 15 cm, also bei 15 cm und 10 cm da so geschnitten wird, dass es genau da reinpasst. Und deswegen sind es jetzt verschiedene Maße wie 2 cm, 1,5, 2,5, 3 cm und dann geht es wieder auf der rechten Seite weiter mit 2,5, 1,5, 2 cm. Und da müsst ihr jetzt drauf achten, dass ihr euch nicht vertut. Dann nehmt ihr jetzt das Falz- und Schneidebrett oder Cuttermesser, je nachdem, was ihr habt. Und ich halte das jetzt hier hin, dass ich das Motiv jetzt unten in der Breite unten anlege. Und dann das erste Teil, was wir schneiden müssen, ist 2 cm breit. Hier das 2 cm mal 4 cm. Und das lege ich dann jetzt hier bei 2 cm an. Und schneide das einmal senkrecht durch. So, jetzt habt ihr das Motiv, müssen wir aber nur dieses kleine Stückchen haben, also 4 cm in der Mitte, und weil wir oben und unten, dann müssen wir jeweils 3 cm abschneiden. So, dann lege ich das einmal quer, lege das hier bei 3 cm an und schneide ab. Dann lege ich das weg, drehe das ganze Teil um und schneide dann auf der Seite ab. So, dann lege ich dieses Teil, das ist jetzt hier unser linkes Teil, was jetzt hier im Prinzip drauf kommt. Das lege ich jetzt hier hin. Dann müssen wir das nächste Teil abschneiden, das ist nur 1,5 cm mal 6 cm. Also nehme ich jetzt hier das Teil, lege das bei 1,5 an und schneide das einmal ab. Und diesmal ist der Abstand natürlich schon geringer geworden, jeweils außen. Der ist nur noch 2 cm breit, also schneide ich nur noch 2 cm ab, jeweils einmal unten bzw. oben und einmal auf der anderen Seite. So, und das lege ich jetzt hier neben. So, dann haben wir das Teil. Jetzt kommt dann das nächste Teil, das ist dann 2,5 cm breit mal 8 cm. So, dann lege ich das jetzt hier bei 2,5 cm an und schneide das einmal durch. So, jetzt drehe ich das um auf die Seite und ihr seht, hier hat sich das ja wieder verringert, also ist hier noch jeweils 1 cm abzuschneiden. Und dann lege ich das jetzt hier wieder hin, lege das bei 1 cm an und schneide das dann ab. Einmal so und einmal natürlich von der anderen Seite. Und dann das lege ich jetzt hier neben. So, jetzt haben wir noch den mittleren und die drei rechten. Jetzt drehe ich mein ganzes Motiv einmal um, dass es im Prinzip so rumkommt, und fange dann wieder mit der 2 cm an. Das mache ich deswegen, weil wenn wir uns mal vertan haben, dann können wir dann in der Mitte ein bisschen variieren, weil das sind dann nicht die sind dann nicht gleichmäßig. Die brauchen ja nicht, das ist ja nur ein Teil und jetzt die anderen Teile sind ja als zwei Teile. Also 2 cm, ich fange wieder von hinten an, 2 cm und dann jeweils 3 cm abschneiden. Einmal, ich drehe es um und wieder bei 3 abschneiden. So, dann ist das jetzt mein Seitenteil, was an der rechten Seite kommt.
weiß jetzt gerade nicht, ob es so rum oder so rum gehört. Ich müsste mal eben selber schauen. Das gehört so rum. So, dann wieder auf dem Kopf das Motiv. Und diesmal brauchen wir 1,5 cm. Die 1,5 cm abschneiden und die waren hier, der Abstand von oben und unten war jeweils 2 cm, also bei 2 cm abschneiden. Einmal umdrehen und zweimal. So, das lege ich dann daneben. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Teil, was wir schneiden müssen. Das sind die 2,5 cm, die lege ich jetzt hier an und schneide einmal ab. So, dann haben wir noch einen Teil über. Diese 2,5 cm müssen wir jeweils 1 cm nur noch abschneiden. So, einmal oben und dann drehe ich das Ganze und einmal unten. So, das wäre dann mein rechtes Motiv. Dann haben wir jetzt hier noch das mittlere Motiv. Das ist ja nur noch ein Streifen, der ist dann 10 cm lang. Und er müsste jetzt, ja, nicht ganz, er ist nicht ganz 3 cm breit. Also das sind immer so ein paar Verluste, die man beim Schneiden erleidet. Deswegen habe ich dann auch von außen angefangen. So, und das, die 3 cm, die lege ich mir jetzt hier in die Mitte. Ich hoffe, ihr seht das jetzt hier. So, ich lege es jetzt mal runter, schiebe es mal jetzt runter. So, so habe ich mir das jetzt hier hingelegt. Und so ist dann das Motiv. Regulär. Regulär gehört das jetzt so zusammen. So, das Muster. So. So, das ist wie ein Puzzle jetzt. Das wäre schon mal fertig. Jetzt hatte ich die Teile, die unteren Mattungen dafür schon fertig geschnitten. Es kann sein, dass wir jetzt hier bei diesem mittleren Teil etwas schneiden müssen, da ich das jetzt 10,3 mal 3,3 Zentimeter geschnitten habe. Also es wird jetzt etwas zu breit sein in der Mitte. Ich fange jetzt auch mit der Mitte an. Ihr seht es jetzt. Dadurch, dass wir halt Schneideverluste haben, warum, weswegen auch immer. Ich weiß ganz genau, dass das Teil genau 10 mal 15 cm breit war. Habe ich jetzt hier zu viel, das schneide ich einfach gleich ab. Aber vorher klebe ich das Teil eben an. Dafür hole ich mal eben einmal kurz meine Klebemaschine, damit es schneller geht. So, da bin ich wieder. Man denkt immer, man hat alles parat und dann hat man es doch nicht. Ja, jetzt klebe ich das Teil hier einmal drauf. Nehme jetzt einfach hier meine Klebemaschine mit dem doppelseitigen Klebeband und klebe das hier drauf. Ich gucke jetzt aber, dass ich auf der einen Seite auf jeden Fall gleiche Abstände habe. Jetzt habe ich das hier natürlich breit, so breit. Dann könnt ihr das abschneiden, entweder mit der Schere, wer genau schneiden kann, oder halt mit dem Cuttermesser oder nee, mit dem Falz- und Schneidebrett. So, das ist jetzt mein mittleres Motiv. So, jetzt für die zwei daneben habe ich die 8,3 mal 2,8. Das ist immer so, ist egal, wie ordentlich man das macht. Man hat immer irgendwas noch nachzuschneiden. Aber hier müsste es eigentlich, ja, müsste es passen. So, ihr seht, das nehme ich jetzt auch einmal hier meine Maschine und klebe das da drauf. Wenn ich jetzt hier mit Flüssigkleber arbeiten würde, dann bräuchte man ein bisschen länger, bis das auf dem Glitzerkarton haftet. Und hier bei der Klebemaschine ist das direkt fest. Oder ihr benutzt halt doppelseitiges Klebeband, das geht auch.
So, das ist das Gegenteil. Das müsste auch hinhauen. Und immer gucken, dass es so gleichmäßig wie möglich am Rand ist. Dann haben wir hier die zwei kleineren Teile. Das waren die 6,3 mal 1,8. Gucke ich jetzt auch erstmal, ob das hinhaut. Hier. Komischerweise, da haut es hin. So. Das kommt jetzt daneben. Und das kommt daneben. So. Das schon mal fertig. Jetzt nur noch die zwei äußeren. Das waren die 4,3 mal 2,3. Einmal den. Einmal. So, das wäre jetzt mein Motiv. Und das brauchen wir jetzt nur noch auf die Karte kleben. Da habe ich jetzt meine Karte. Wir hatten ja hier vorher die Mitte ermittelt mit 10,5. Und da schaue ich jetzt, dass ich jetzt hier, das ist so ungefähr 3 cm sind es jetzt mit der unteren Mattung, also so ungefähr bei 1,5 cm, mache ich jetzt mir hier vielleicht auch eine kleine Markierung hin bei 1,5 und lege die dann hier in der Mitte an. Gucke, dass oben und unten ein kleiner Rand entsteht, weil mehr habt ihr jetzt nicht Platz. Und guck, dass das so ziemlich gleich ist. Das klebe ich dann jetzt auch da einmal an. So. Hierbei jetzt muss ich jetzt aufpassen, dass es auch ordentlich ist, weil wenn es einmal klebt, klebt es. Da kann ich jetzt nicht ganz. Das ist dann der Vorteil beim Flüssigkleber. Den kann man dann noch hin und her schieben. Da muss es dann hier direkt passen. So. Das müsst ihr jetzt dann auch so aufkleben, dass ihr hier einen kleinen Spalt habt und hier natürlich unten rechts, oben und unten auch gleichmäßig ist. Und am besten auch hier nach dem Motiv schauen und dann passt das. Das ist ja im Prinzip wie ein Puzzle. Wenn das mit dem Motiv hinhaut, müsste das eigentlich mit dem Abstand auch hinhauen, oben und unten. Gehe ich hier links. Schaue hier auch. Hier kann ich mich nach dieser Schiene orientieren, an dieser Schiene. Und dann haut das ungefähr hin. So. Jetzt dann wieder rechte. Hier auch. Linke. Hier wird es dann schon etwas schwieriger. Hier haben wir noch so einen Beiwagen, wo ich mich dran orientieren kann und an dem Geschenk mit dem roten Schleifenband hier. So. Aber da müsst ihr dann, je nachdem, was ihr für ein Motiv habt, dann drauf achten. Einmal da, einmal da. Ich mache mal eben kurz meine Heißklebepistole an und dann klebe ich den Rest an hier.
So. Hier. Das haut hin. So, dann sieht das so aus. Toll, oder? Für eine Männer-Weihnachtskarte. Ganz toll. Dann hatte ich hier noch meine schöne Weihnachtszeit. Die werde ich hier unten wieder hinpacken und nehme dafür hier so 3D-Klebesticker. Da werde ich jeweils dann einen in der Mitte und außen rechts und links einen hinpacken. Den abziehen. Dann hier schauen, dass das hier auch gleichmäßig aussieht. Dann drauf. Und dann kommt nur noch mein Schleifchen. Ein Punkt. Und dann kommt dieses Schleifchen noch da drauf. Das darf ruhig etwas rüberstehen, das macht gar nichts. Weil das ist ja weich. Jetzt bin ich hier mit dem Kleber. So. Und dann sind wir schon fertig mit der Karte. Oh mein, ich hoffe, das war jetzt nicht zu doll verschoben, mein Handy, meine Kamera. Und habt ihr das jetzt trotzdem gesehen? Ja, das war's dann mit der Karte. Dann sind wir fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt Lust, das nachzubasteln. Habt das auch verstanden, wie ich das meine mit dem Abstand, weil ihr müsst halt auch darauf achten, dass ihr immer oben und unten was abschneidet. Ansonsten haut das mit dem Muster nicht hin. Ne, ihr könnt jetzt nicht einfach hingehen und oben jetzt sagen, ach komm, ich spare mir das und schneide unten und oben jeweils 1 Zentimeter nur ab, sondern ich schneide einfach oben 2 Zentimeter ab. Das funktioniert nicht. Also da müsst ihr schon drauf achten. Ja. Dann sind wir fertig für heute und ich hoffe, ihr schaut bei der nächsten Karte auch wieder rein und ja, dann sehen wir uns dann da oder bei dem nächsten Bastelprojekt. Ich weiß noch nicht, was dann kommt. Mal schauen. Ja, bis dann. Tschüss.